Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute ist uns nach kleinen Teigtaschen, also Porcha auf Türkisch. Und wir machen die jetzt heute vegetarisch und wie so eine kleine Rolle. Ich hole mir gleich auch Samira und Ella zum Helfen. Ich werde jetzt aber zuerst mal einen Hefeteig zubereiten mit etwas Joghurt. Das macht den Hefeteig einfach super weich und zart und auch saftig. Bringt auch so eine leichte Säure mit rein. Und die Zutaten habe ich eigentlich immer zu Hause. Ich denke, ihr auch. Und wir starten jetzt auch direkt. Also dafür nehme ich einen halben Würfel Hefe, einen Teelöffel Zucker, 100 Gramm lauwarmes Wasser. Hier habe ich 500 Gramm Mehl, da könnt ihr Weizen- oder Dinkelmehl nehmen. Ein Eiweiß, 200 Gramm Naturjoghurt, das ist der 3,5-prozentige. 1,5 Teelöffel Salz und 100 Gramm weiche Butter. Also zuerst einmal nehme ich jetzt die Hefe und löse sie hier im warmen Wasser auf. Aber ich glaube, ich mache das hier gleich in der großen Rührschüssel, denn sonst verschütte ich. Also warmes Wasser rein, Hefe reinbröseln, den Zucker auch mit reingeben und kurz verrühren. Gerne auch schon ein bisschen Mehl. Den Vorteig lasse ich jetzt ganz kurz aufgehen. Einfach abdecken und so 10 Minuten etwa, 10 bis 20 Minuten stehen lassen, bis er sich vergrößert hat. Ich mache das jetzt hier direkt mit Hitze, dann geht es nämlich schneller. Am besten so bei 28 Grad, da vermehrt sich die Hefe nämlich optimal. Dann geht es jetzt weiter hier mit dem Hefeteig. Beim Hefeteig immer darauf achten, dass Salz und Fett zum Schluss dran kommt. Also jetzt auch schön zuerst das Mehl dazugeben, dann das Eiweiß. Denn Salz und Fett hindern einfach die Hefe am Aufgehen. Daher immer zum Schluss dazugeben. Jetzt den Joghurt noch dazugeben. Und den gebe ich jetzt auch nicht direkt auf die Hefe, sondern eher in die Mehlmischung, damit die Hefe einfach zum Schluss erst mit dem Fett in Kontakt kommt. Ich rühre jetzt auch schon mal. Gebe dann das Salz dazu und dann die Butter. Und jetzt lasse ich den Hefeteig für etwa 10 Minuten kneten, damit er richtig schön geschmeidig wird. Mit der Hand könnt ihr ihn auch gerne kneten. Hat auch immer was Meditatives und Beruhigendes. Aber ich mache es jetzt so, denn dann kann ich in der Zwischenzeit aufräumen. So sieht der Hefeteig jetzt wunderbar aus und er klebt auch nicht, wie ihr sehen könnt. Der ist einfach richtig wunderschön weich geworden. Ein kleines bisschen zu weich ist er jetzt doch geworden. Also noch ganz wenig Mehl reinkneten. Jetzt hat er eine schöne Konsistenz. Jetzt forme ich den einfach zu einer schönen Kugel. Und lasse ihn dann abgedeckt für 30 bis 60 Minuten aufgehen, bis er sich richtig schön verdoppelt hat. Der Hefeteig ist jetzt perfekt aufgegangen, jetzt geht's an die Füllung. Ich mache jetzt eine Füllung aus Hirtenkäse, Frischkäse, etwas Porree, Petersilie und Pfeffer. Und ich muss jetzt zuerst mal den Porree klein schneiden. Dann nehme ich jetzt hier die dunklen Blätter erstmal weg und den wasche ich immer ganz gerne nach dem Schneiden. Das geht echt einfacher. Jetzt die dunkelgrünen wegnehmen. Aber die könnt ihr wunderbar für eine Gemüsebrühe zum Beispiel verwenden. Und jetzt den Rest einfach fein schneiden. Ich finde Porree so schön, weil man da so voll den natürlichen Farbverlauf drin hat. Schon schön. Ombre-Effekt. Ich habe jetzt hier eine Salatschleuder und auch schon Wasser drin. Und jetzt kann ich sie nämlich reingeben und schön durchschleudern. Und so entfernt ihr den kompletten Sand einfach. Weil Lauchporree ist schon immer sehr, sehr sandig. Mhm.
nur ganz vorsichtig ziehen, damit kein Brunnen entsteht. Wenn ich jetzt einmal feste ziehe, dann habe ich hier Springbrunnen. Jetzt kurz abgießen und dann nochmal richtig trocken schleudern. Dann nehme ich jetzt hier ein Käserädchen und zerbrösel so mit der Hand. Da kommt jetzt der Porree dazu. Die Füllung hat meine Mama immer gemacht, wenn sie Rosenbörek gemacht hat, also mit so dünnen Jufka-Blättern. Dann ein bisschen Petersilie dazu. Die habe ich jetzt aus dem Gefrierfach. Da habe ich nämlich immer gehackte Petersilie auf Vorrat, wenn ich im Sommer einfach ganz viel habe, und dann friere ich die mal ein, bevor sie schlecht wird. Dann noch etwas Pfeffer dazugeben. Pfeffer immer schön frisch gemahlen. Und Frischkäse. Jetzt einfach kurz alles vermischen. Jetzt teile ich den Teig in 16 Portionen ein. Entweder macht ihr das so, dann direkt erst vierteln, dann nochmal vierteln, jedes Viertel. Oder mit einem Teigportionierer, Torteneinteiler. Schön. Dann zu kleinen Kugeln formen. Ja, komm, du kriegst noch eine Schürze. Ich mach das schon mal. Hast du Hände gewaschen? Ja. Ganz gründlich? Ja. Warte, ich mach kurz die Bällchen. Du hast das doch gerade eben gesehen, oder nicht? Nein, ich hab's nur gehört. Samira, komm. Warte, ich mach kurz die Kugeln fertig. Ich mach's auch. So? Ich kann's auch. Okay, zeig. Wow! Du kannst das echt schon besser als mancher Erwachsene. Braucht man dafür sowas? Gleich. Aber erst brauchen wir eine Kugel. So. Machen wir hier ein bisschen Platz. Ein Abla auch dazu. Guck, dann teilt man so und verschmiert nicht überall. Sondern man nimmt es überall, wo es verteilt ist. Oh. Super. Hat die Gesellschaft ja. Guck mal, bei mir spielt es ja verrückt. Ja, guck, bei dir braucht man ein bisschen Mehl. Und dann so von außen nach innen. Und eine schöne Kugel. Genau, so wie es Abla gemacht hat. Und also, wie beim Weinblätterwickeln, nehmt ihr jetzt eine Teigkugel. Guckt ihr mir zu. Und wir machen jetzt alle gleich, okay? Und dann haben wir gleich Porcher. Tamamella. Ella, hörst du mir zu? Ja. Sicher? Ja. Ich kann nämlich auf dich gucken. Du sollst hier hingucken. Ja, gucke ich auch gerade. Sie will mir gerade zeigen, dass sie aus dem Augenwinkel das sieht. Siehst du, was ich mache? Ja. Okay. Und jetzt kommt einfach mit dem Eisportionierer hier die Füllung rein und wirklich wie beim Weintraubenwickeln hier ein bisschen verteilen und dann hier oben einschlagen, gell Ella? Ja. Und dann den Rand einschlagen und dann einwickeln. Und einwickeln. Und dann noch Sarma, nur mit? Sarma nur mit Teig. Und mit anderer Füllung. So, und dann sieht es aus wie so eine Frühlingsrolle. Oh ja. Okay, also, komm, jetzt machen wir das alle zusammen. Dazu. Aber Kimella. Super. Einfach ein schönes Auch Rechteck. Kurz. Den Ausrollstab. Ja. Nach oben rollen. Jetzt den Rand einschlagen. Der Rand ist nicht so wie der Blätter. Das ist Murat. Warum?
Weil er dick ist. Mama? Dick wie ein Rollbrötchen. Holla. Dick wie ein Rollenbrötchen. Ja, aber guck mal, jetzt gar nicht so viel Mehl nehmen, okay? Das ist jetzt zu viel Mehl. Jetzt habe ich hier ein Eigelb. Das verrühre ich jetzt mit 2 Esslöffeln Sahne. Ihr könnt aber auch Milch nehmen zum Beispiel. Und dann werden die Teilchen bestrichen. Jetzt hier noch schön Sesam und Schwarzkümmel drauf und dann kommen sie schon in den Backofen. Ich stelle sie jetzt in den kalten Backofen und heize dann den Ofen erst auf und dann kann nämlich die Aufgehzeit direkt als Aufheizzeit genutzt werden. Ansonsten könnt ihr sie jetzt nochmal abdecken und dann im heißen Ofen backen. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, kalter Ofen, hat das Gebäck noch Zeit zum Aufgehen. Auch schön, ich bin Murat und das ist die schönste Tischdecke der Welt. Oh. Okay. Ja. Was hast du gegen Blumenshirts? Weiß ich, ich denke immer, wenn ich an das Ding, wenn ich das T-Shirt sehe, denke ich immer, krass, was die schon auf Tischdecken drucken können. Mhm. Ja, okay. Dann gehen wir weiter und zwar geht es eigentlich gar nicht um die Tischdecken und zwar es geht um das hier. Das nennt sich Porcher, nehme ich an, oder? Ich denke mir gerade so, muss ich mir das gefallen lassen? Nein, du kannst mir auch rauswerfen. Aber das Haus gehört mir, da hast du ein Problem. Ja. Okay. Also, okay. Porcher oder Börek? Ich weiß der Unterschied. Das heißt nicht Porcher. Wie heißt es? Porcher. Porcher. Okay. Mit Yumurtschakke. Ja, Yumurtschakke mit Porcher. Ja, Börek ist immer, ne, Börek eher, Jufka und so. Und das ist Porcher, klein, handlich, aus der Hand essen. Ich bin ein Porcher. So, klein, handlich, ich bin ein Porcher. Du bist ein Porcher und ja. Das ist ein Porcher. Okay. Also, probier mal. Okay. Da ist kein Hackfleisch drin, nehme ich an, oder? Nein. Ich liebe Dinger mit Hackfleisch, die sind so genial. Ich schwöre, da könnte ich bestimmt 20 Stück davon essen. Mm. Mmh. Man sieht's. Mhm. Mmh. Hammer. Ganz ehrlich, die müsste warm essen. Mhm. Mmh. Wirklich. So warm essen, nach dem Tag sind sie auch noch cool. Nach dem dritten Tag auch noch. Nach dem Tag sind die schon noch richtig gut. Also ich finde sie ganz heiß aus dem Ofen, so wie jetzt. Mhm. Am besten. Am nächsten Tag sind sie auch noch gut, aber da erwärme ich sie lieber auf dem Toast oder im Backofen. Oder duftdicht verschließen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und die sind doch voll lecker. Mhm. Muss nicht immer Fleisch sein, Schatz. Ja, aber Fleisch wäre auch cool gewesen. Die schmeckt so lecker. Mir fehlt jetzt nur ein bisschen Chili. Du hattest schon mal ein Rezept gemacht, wo Hackfleischfüllung war. Kann ja, es sein? Weiß, ja. Oh, das ist so lecker. Ich komme noch. Mir fehlt jetzt nur ein bisschen Chili. Ich würde jetzt noch Chili reinmachen, aber ich habe es nicht wegen den Kindern, dass die gleich mitessen können. Mhm. Und Ella und Samira, die haben mitgemacht. Mhm. Und zwar soll ich dir von Ella ausrichten. Warte kurz. Der müsste sein. Den hat Ella gemacht. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist der Papa. Dann habe ich gesagt, warum denn, mein Schatz? Und dann hat sie gesagt, der ist klein und dick. Oh. Und dann hat sie den nächsten gemacht und hat gesagt, und das ist der Günni. Ja. Der ist auch dick. Echt? Ja.
Hausarrest. Wir haben uns vorhin totgelacht. Bis sie 14 ist, Hausarrest. Wir haben uns einfach totgelacht. Das war die ganze Zeit, oh, das ist der Papa. Das ist der Günni. Ich liebe das so arg, ehrlich. Ganz ich toll. Auch. Und ich, das ist so was Gefährliches, weil man isst es dann so aus der Hand und isst und isst und isst. Und deswegen, ja, naja. Ich mache jetzt noch einen Tee dazu, weil Tee passt perfekt. Und dann setzen wir uns auf die Terrasse, essen Porridge mit den Kindern. Ja. Und ich glaube, das liebt jeder. Es wird kein Menschen geben, der das nicht mag. Ich glaube es auch. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und früher, als ich noch im Kindergarten war und in der Schule, hat meine Mama immer so Sachen gebacken, Porridge oder Börek. Und haben sich immer alle gefreut, wenn meine Mama mit zum Ausflug kam. Denn türkische Mamas bringen immer was mit zum Ausflug. Man merkt was bei euch auch so? Türkische Mamas bringen immer was mit. Auch beim Fußballverein. Alle anderen lieben türkische Mamas. Ja. Ja. Man merkt noch gar nicht, wie schnell man es isst, gell? Ich merke es. Ja, nein. Langsam. Die hauen einfach rein. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ich muss mir noch einen türkischen Satz sagen. Ramazan Bayramınız Mubarak olsun. Wenn. Okay, war falsch. Ich gehe. Tschüss, macht's gut.